Diese Stadt verbindet moderne Lebenslust und stilvollen Kunstgenuss der optischen Extraklasse und ist der kulturelle Mittelpunkt der Toskana. Florenz, die Welthauptstadt der Kunst, bietet ihren Besuchern ein über Jahrhunderte gewachsenes Gesamtkunstwerk und vor allem eines der schönsten Stadtpanoramen der Welt. Beginnen Sie eine Entdeckungsreise durch Florenz mit der faszinierenden Aussicht auf die gesamte Altstadt. Vom Piazzale Michelangelo. Das große Aussichtsplateau erhebt sich südlich über dem Fluss Arno und ermöglicht ein imposantes Panorama, das Besucher aus aller Welt hier gemeinsam erleben. Die Silhouette wird dominiert von einem weltberühmten Bauwerk, dem Dom Santa Maria del Fiore mit seiner monumentalen Kuppel. Zur linken Seite bietet sich ein Blick auf eine der bekanntesten Brücken der Welt. Der Ponte Vecchio ist die älteste Brücke in Florenz und überspannt bereits seit 1345 den Arno. Gekrönt wird der Aussichtsplatz von einer Kopie des David von Michelangelo. Nehmen Sie im Aussichtscafé Platz und genießen die faszinierende Aussicht auf Florenz mit einer typisch italienischen Kaffeespezialität. Oder schauen den Hochzeitspaaren aus vielen Ländern beim Fotoshooting zu. Als Einstieg für einen Stadtbummel durch Florenz ist der Domplatz zu empfehlen. Vor der goldglänzenden Paradiespforte des Baptisterium drängen sich die Touristen, um einen freien Blick auf die eindrucksvollen 10 Relieftafeln mit der Geschichte des Alten Testaments erhalten zu können. Gegenüber der Paradiespforte verzaubert der Duomo Santa Maria del Fiore die Augen aller Besucher der Stadt. Er ist so atemberaubend schön, dass selbst die Florentiner immer wieder ins Staunen kommen, wenn sie aus den engen Gassen des Domviertels kommen und vor diesem Kunstwerk von gigantischen Ausmaßen stehen. Mit 153 Meter Länge und 38 Meter Breite ist der Dom der viertgrößte Kirchenbau der Welt. Gekrönt wird der Dom von einer Kuppel mit kolossalen Ausmaßen. Der Genialität von Filippo Brunelleschi ist es zu verdanken, dass dieses gewaltige Meisterwerk der Baukunst in der Zeit von 1418 bis 1434 errichtet werden konnte. Über 463 Stufen kann die Kuppel bestiegen werden, um die Laterne in 107 Meter Höhe für die Aussicht über die Dächer der Altstadt zu erreichen. Ebenso beeindruckend wie die zum Wahrzeichen von Florenz gewordene Domkuppel
ist die schmuckvolle Westfassade des Domes, deren Fertigstellung erst Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte. Zusammen mit dem 85 Meter hohen Campanile di Giotto, dem Baptisterium und dem Blick auf Brunelleschis Kuppel ergibt sich ein Gesamtanblick der architektonischen Meisterklasse. Viele Besucher sprechen ehrfurchtsvoll von einer spürbaren Magie, die dieses einzigartige Sakralensemble beim Betrachten ausstrahlt. Unweit des Domplatzes erreichen Sie in wenigen Minuten zu Fuß die Piazza della Repubblica. Der Platz wurde im 19. Jahrhundert komplett umgestaltet und bietet heute mit dem Arcone genannten Triumphbogen einen eindrucksvollen Mittelpunkt. Durch schmale Gassen und vorbei an den Künsten der Straßenmalerei öffnet sich die Perspektive zu einem weiteren berühmten Bauwerk von Florenz, dem wuchtigen Palazzo Vecchio. Der in der typischen Form der toskanischen Kommunalpaläste im 14. Jahrhundert errichtete Palazzo wird gekrönt von einem 94 Meter hohen Turm, der mit seiner markanten Form die Silhouette der Stadt entscheidend mitprägte. Das imposante Gebäude ist Teil der Piazza della Signoria, die als einer der berühmtesten Plätze Italiens gilt. Beliebte Fotomotive auf dem Platz sind das Reiterstandbild Cosimo I., der Neptunbrunnen von Bartolomeo Ammanati und eine Kopie von Michelangelos David am Eingang des Museo di Palazzo Vecchio. Direkt neben diesem Eingang befinden sich die weltberühmten Uffizien, vor denen oft berühmte Persönlichkeiten um ganz besondere Aufmerksamkeit bitten. Nur wenige Meter entfernt erreichen Sie das Arno-Ufer und den Blick auf eine weitere weltbekannte Sehenswürdigkeit, den Ponte Vecchio. Das fotogene Bauwerk ist eine der ältesten Segmentbogenbrücken der Welt. Auf der Brücke funkeln Gold, Silber und Diamanten in den Auslagen der Geschäfte. Bereits seit 1593 ist die Brücke ein Handelsplatz für die Produkte der Goldschmiedekunst. In der Mitte öffnet sich der Blick zu beiden Seiten des Arno und wird von vielen Touristen dankend für Erinnerungsfotos vor der Flusskulisse in Anspruch genommen. Wer in Florenz auf die Suche nach italienischen Köstlichkeiten gehen möchte, sei ein Besuch der historischen Markthallen Mercato Centrale zu empfehlen, die nur 5 Minuten Fußweg vom Domplatz entfernt sind. Ob Nudeln in allen Formen und Farben, feine Olivenöle, edle Weine aus der Toskana oder Wurst- und Käsespezialitäten der Region. Das Marktflair ist ein Erlebnis für die Sinne und die Auswahl unbeschreiblich vielfältig. Lassen Sie den Stadtbummel durch Florenz auf dem Domplatz stimmungsvoll ausklingen und genießen Sie zum Abschluss noch einmal den Cocktail aus Lebenslust
und Kunstgenuss, den Florenz, die Welthauptstadt der Kunst, ihnen bietet.